Hello there. Hallo und herzlich willkommen auf unserem kleinen Kanal. Da wo das letzte Jahr aufgehört hat, gegen Ende vom Jahr mit zwei großen UCS-Sets, eins von Mould King, der ARC 170 Starfighter und das Ahsoka T6 Shuttle von Rio Bricks, beginnt das neue Jahr, das erste Set von Mould King, ein neues UCS Star Wars Set. Jawohl, gutes Neues an alle, bleibt gesund. So, Mould King. Muss ich sogar gucken, 21052, knapp über 3000 Teile, 3012 Teile BD-1, BD-1. Wer sich fragt, aus welchem Film ist der? Ist nicht aus dem Film, ist aus dem Spiel. Jedi Fallen Order, jawohl. Sehr zu empfehlendes Star Wars Spiel, wirklich toll. Und das ist der kleine Begleiter von unserem Helden. Kelkastus oder so ähnlich, glaube ich. Ich habe nur die ersten 3-4 Stunden gespielt, dann hatte ich keine Zeit mehr. Ja, und hier haben wir ihn stehen. Wer hätte gedacht? Also Mould King geht wirklich die Reihe durch, auch ganz unbekannte Sachen, die Lego nie machen würde wahrscheinlich. Ja, ich finde es toll. Ich finde es toll. So, gehen wir mal durch. Fangen wir an. Also erstens, das ist wahrscheinlich ein geklauter Mock. Ich weiß es nicht genau, ist auf jeden Fall ein Mock. Ich gehe mal davon aus, er ist geklaut. Links zum Originaldesign sind unten in der Videobeschreibung. Es sind $22 und der gute Mann heißt Uncharted Fabrications. Der hat so 10, 12, 15 Star Wars Sets und andere Sets auf Rebrickable. Schaut es euch an. Link direkt zu seinem Account ist in der Beschreibung. Könnt ihr auf das Set klicken, wenn ihr den Designer unterstützen wollt. Das Set ist nicht so teuer. Mit seinen 3000 Teilen, es ist auch nicht sehr groß für 3000 Teile, ne? Es ist ziemlich kleinteilig. Da sind vielleicht bei dem einen oder anderen noch die $22 drin für den Designer. Der freut sich mit Sicherheit, weil ich gehe mal davon aus, dass er vom Mould King nichts bekommen hat. Okay, Anleitung. Bisschen schwierig. Also es sind garantiert 2 Fehler drin. Die sind hier unten an den Beinen. Da bringt er erst 2 negative Slope-Fliesen auf, um dann im nächsten eine wieder wegzumachen. Sonst passt die Platte nicht dahin. Da habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie am einen Fuß den Fehler drin, vielleicht, nee, am nächsten war derselbe Fehler wieder drin. Und noch was, wo ich gedacht habe, ich habe zweimal geguckt und dann war es doch spiegelverkehrt angebracht und ich muss es doch nochmal umstecken. Also meiner Meinung nach sind mindestens 2, 3 kleine Fehler drin. Das ist nichts Schlimmes, ihr merkt es ja, dass ihr die eine Fliese wieder wegnehmen müsst, den Slope, weil sonst die Platte nicht hinpasst. Also habt ihr 4 Slopes am Ende, glaube ich, über in dem Set. 4 weiße, ne? Die kleinen 2er Slopes negativ. Mit Stats von unten, ja, mit Stats drauf, nicht mit Lochaufnahme. Okay. Und wie gesagt, irgendwo ein anderer Fehler mit spiegelverkehrt, weil es dann dran macht. Das sah doch, aber ich habe es doch jetzt gebaut wie in der Anleitung, warum ist jetzt spiegelverkehrt? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber die Slopes garantiert. Also sagen wir mal, zweimal derselbe Fehler und höchstwahrscheinlich noch einer. Ist aber nicht schlimm, das seht ihr sofort. Also es war jetzt kein Problem, das Ding zusammenzubauen. Ansonsten ist die Anleitung eine typische Mould King-Anleitung. Nichts Besonderes, weder besonders gut noch besonders schlecht. Lässt sich gut danach bauen. Ne? Haben wir alle, glaube ich, hier, die auf dem Kanal sind, schon mal in der Hand gehabt. Wir messen ihn mal ganz kurz aus, den guten, bevor ich noch einmal hier auf dem weißen Tellerchen drehe. Wir haben genau 24 cm unten in der Breite. Hehe. Die Tiefe, gehen wir mal hinten vom Gelenk bis vorne für die Füße, so ungefähr 18 bis 20 cm, denke ich. Messen wir mal den Kopf. Ja, da der Kopf vorne nicht so weit übersteht wie die Füße, aber hinten ein Teil mehr wie das Gelenk, kommt es mit den 20 cm schon hin. Der Kopf selber ist 23 und das Interessantere wahrscheinlich ist die Höhe, weil Grundfläche nimmt er ja nicht wirklich viel weg. Also wir sind beim Kopf ungefähr bei 46 cm und wir sind bei 56 mit der Antenne oder mit den beiden Antennen. Jawohl. Okay. Teilequalität. Go-Bricks. Allerdings muss ich sagen, ich habe mir ein bisschen schwerer getan. Ich hatte jetzt als letztes, habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, bei dem Pantasi-Set, beim letzten, dem Steampunk-Bahnhof, das waren die besten Steine, die ich je in meinem Leben in der Hand hatte. Waren von Go-Bricks. Übrigens ein bekannter YouTuber aus Frankfurt hat dann das Video so genannt. Der war also derselben Meinung wie ich, habe ich mich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Der gute Mann hat ja auch schon genug Bausteine in der Hand gehabt. Und der Thomas war derselben Meinung, die Steine waren exorbitant gut. Die hier sind einen kleinen Tick schlechter. Sie fühlen sich aber einen kleinen Tick schlechter an. Ich weiß nicht, ob es das andere neue Moulds waren, das noch auf den alten Moulds ist. Das ist bewährte Mould King Qualität. Ja, das ist kein Deut jetzt wirklich schlechter. Aber wenn man diese Pantasi-Steine in der Hand hatte oder diese neuen Go-Brick-Steine, mir ist ein bisschen aufgefallen. Die Haltekraft oder sowas, die ist okay. Ja, es gibt 2, 3 Schwachstellen, die sind aber konstruktionsbedingt. Da wird es öfters mal auseinandergehen, bis ihr ihn fertig habt. Aber das liegt am Design. Das liegt nicht wirklich an der Qualität der Steine oder an der Klemmkraft. Im Weiß und im Rot sind mir jetzt nicht wirklich Farbabweichungen aufgefallen. Ich drehe ihn euch einmal rum. Also für mich sieht das alles homogen gleich aus, wie wir es eigentlich zu 99% von Go-Bricks gewohnt sind. Hatte da jetzt keine Probleme, dass irgendwelche Steine in einer... Weil bei so einem Set, ist, ne, wenn so viel Weiße sind und dann irgendwelche zugekauften Steine eine andere Farbe hätte, könnte schon gut stören. Allerdings ist er wiederum ein Droide, der immer mit der Zeit eh abgeratzt aussieht. Naja, okay. Plakette ist leer. Irgendwo hier habe ich den Sticker drin. Oder ich dachte, ich habe ihn da drin. Gut, da kommt nochmal ein Sticker drauf. Der alte Mann ist doch noch nicht ganz durch. Steht leider nur BD-1 drauf. Das Set heißt allerdings DB1. Wahrscheinlich wollten sie irgendwelchen Ärger vermeiden. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass BD-1 oder BD-1 irgendwie schützenswert wäre. Glaube ich nicht. Oder überhaupt schützungsfähig wäre. Aber um es zu vermeiden, steht auf dem Set DB1. Und auf dem Aufkleber haben sie es aber in BD1 umgewandelt. Finde ich schon mal gut. Schade ist, dass sie jetzt sich nicht irgendwelche Sachen ausgedacht haben. Ich meine, die Größe und ein bisschen Ausstattung von dem Ding, das findet man auf Wikipedia oder Wikipedia oder sowas. Ja. Da hätte man ein bisschen noch was draufschreiben können. Okay. Ansonsten fehlen bei dem Set hier auf der Innenseite, wo schwarz ist, ihr seht, das sind goldene Blumen. An die Blumen gehören normalerweise die hier. Nur müssen die in so einem Winkel verlegt werden, die sind zu steif. Und da die eh wieder abfallen würden, habe ich sie einfach gleich weggelassen. Mich stört es jetzt auch nicht. Kleiner Tipp, wenn ihr die dann unbedingt dran haben wollt. Die vergehen von hier oben nach hier unten und dasselbe hier. Ähnlich wie hier auf der Seite. Ne? Macht es mit dem Föhn, der sehr, sehr warm wird, dann biegt es euch, föhnt es an und dann steckt das rein, dann bleibt es einigermaßen in der Form. Also wenn ihr mit Hitze, Wärme arbeitet, dann geht es, ohne bricht es euch immer wieder raus. Weil, ne, ganz klar, das Zeug will in seine ursprüngliche Form zurück, unter der es in Hitze oder mit Hitze geformt worden ist, da will es wieder zurück. Also müsst ihr das mit Hitze, habe ich mir wieder ein Haar eingebaut, das kann nicht von mir sein. Ich habe die Mütze selten ab, aber die Haarlänge, das war nicht von mir. Die Hunde haben kürzeres Fell. Bleibt nur eine der 3 Frauen. Okay. Aufbau. Ihr baut als erstes, ihr habt die Bilder gesehen, es gibt jetzt nicht so viele Bilder vom Aufbau, da gibt es nicht so viel zu sehen. Also ihr baut als erstes das Gerüst, dann baut ihr den Mittelteil hier, den Körper, sagen wir mal so. Dann setzt ihr den aufs Gerüst. Dann baut er die beiden Beine, klickt sie dran, dann baut er den Hals und dann baut er den Kopf und steckt ihn drauf. Das war's. Und die Öhrchen dran, die Augen, das war's. Wirklich unspektakulär. Das ist nichts nichts Wahnsinniges dabei. Keine Bautechniken, die man noch nicht gesehen hätte. Nichts, wo man sagt, oder irgendwelche Verwendung von Teilen, wo man sagt, wow, die Idee, nee, überhaupt nicht. Das Ding ist solide gemacht, aber es ist nicht eine wahnsinnige Bauerfahrung. Er ist sehr kleinteilig und man muss sagen, das Originaldesign hat 200 Teile mehr, weniger. Mould King hat hier ganz schön in die Trickkiste gegriffen, um die 3000 auf der Anleitung zu erreichen, indem er eine Dreierplatte und eine Einser statt eine Vierer genommen hat. Oder eine Zweier und eine Einser im Winkel statt eine Winkelblade. So Kleinigkeiten. Fördert nicht immer die Stabilität, erstens. Und zweitens ist es unnötig aufgeblasen. Also das Originaldesign, ich weiß nicht mal, 2700 oder 2800. Auf jeden Fall mal mindestens 200 Steine weniger. Also wirklich, das ist ein bisschen Beschiss, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, aber immer noch ein leichter Nachwehen. Konstruktionsbedingt hat er zwei Sachen, die mich tierisch genervt haben. Das erste ist das hier unten. Und zwar das Weiße und das Schwarze, die gehören zusammen und sind hier unten dran gesteckt mit zwei Blades. Ja, genau, ihr könnt es euch denken. Das bricht euch öfters mal raus. Vor allem, wenn ihr dann den Fuß nochmal stellt, dann fällt wieder irgendwas ab. Also das hier unten, wie die Füße stehen, das hat ziemlich genervt, weil es halt nur auch mit zwei Blades unten festgemacht ist. Ich denke, man hätte es anders lösen können. Es ist jetzt so, wie es ist. Das hätte man garantiert mit ein bisschen Brainstorming anders lösen können, ist ein bisschen nervig. Ja? Also gerade wenn ihr irgendwie ein Kind habt oder so, so einen 13-, 14-Jährigen, der den geil findet, weil er das Computerspiel gespielt hat. Und das Ding sieht ja auch echt schick aus. Ja? Man kann nichts sagen. Der ist knuffig. Ich mag BD-1. Hier unten wird das Kind echt einen Tobsuchtsanfall bekommen. Also mir sind beide Seiten mindestens 5-mal abgefallen. Das zweite sind diese Round Blades, die sind auf einen Millimeter, und der Winkel vom Fuß muss genau stimmen, sonst dreht es euch den Fuß oder die Blade springt wieder ab. Also hier unten ziemlich nervig. Zweite Schwachstelle ist mir jetzt allerdings nur auf einer Seite passiert, hier in der Mitte ist es auseinandergegangen. Unter der Verkleidung ist es mir auch zweimal auseinandergegangen. Da ging es ganz gut zusammenstücken. Hat es nicht so genervt. Das hier unten hat wirklich ein bisschen genervt. Und noch eine dritte Schwachstelle ist mir eingefallen. Und zwar hier auf dem Kopf. Den kann man so ein bisschen drehen. Ihr seht es, der ist auf dem Kugelgelenk. Also ihr könnt ihn um 180 Grad drehen. Der ist auf dem Drehteller. Die Blade hier hinten. Nee. Muss so nicht sein. Ich habe dann einfach nochmal eine 2-auf-4er Blade reingesteckt, um ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen. Also wenn ihr irgendwo eine 2-auf-6, eine 2-auf-8 habt, in irgendeiner Scheißfarbe, vollkommen egal, sieht man hier hinten, unten drunter nimmer. Nehmt euch die mit und drückt die noch rein, um mehr Stabilität zu bekommen, aber ansonsten hängt das Ganze, das sind zwei größere Plattenteile, die dann aber links, glaube ich, nur über 2 oder 4 Noppen verbunden sind und auf der Breite, das heißt, das tendiert schnell auseinander zu gehen. Zieht dann noch eine Platte drüber, Platz ist, alles wunderbar. Fehlteile habe ich dreimal gedacht, ich habe welche, bin in den Keller gedappelt und einmal lag das Teil in der Anleitung und zweimal hatte ich nicht richtig geguckt. Also keine Fehlteile, alles wunderbar, der alte Mann wird nur langsam ein bisschen dappig. Okay, ansonsten ist es hier hinten mit der Konstruktion, wenn die Platte stabil ist, erst habe ich gedacht, oh Gott, wenn du das jetzt reinklickst, das hängt auf lauter Hinges, gedacht, das zerbröselst dir alles. Hat es dann aber Gott sei Dank nicht. Vielleicht auch eben, weil ich nochmal die Platte zur Stabilität reingebracht habe. Hier hinten kann auch sein, dass ich etwas vom Muster abgewichen bin, weil ich mich irgendwann in der Reihe verzählt habe. Aber ich habe geguckt, es gibt keinen Schriftzug oder irgendwelche Muster. Also von daher ist es, denke ich, hier hinten auch vollkommen egal. Ansonsten haben wir hier zwei Drehteller. Ja, es geht recht gut von der Gravitation halten. Ja, also lässt es am besten oben, dann geht's. So, hier haben wir Gelenk drin und hier haben wir Drehkranz drin. Ich mache es jetzt nicht, weil sonst bröselt es mir das hier unten wieder weg. Ja, das ist nett, dass das zu bewegen ist. Aber die Konstruktion an sich hier unten ist einfach so schwach. Das heißt, wenn ihr es irgendwie bewegt, wird euch das wieder rausfallen. Das heißt, man hätte das hier auch eigentlich festmachen können, weil er muss ungefähr von den Füßen wirklich in dieser Position sitzen. Sonst fällt euch irgendwas ab oder irgendwas ist schräg. Und wenn die Position fest ist, dann ist ja die Position vom Gelenk auch automatisch fest. Ne? Also, hätte man machen können. Es ist nett, dass es bewegbar ist, aber leider ist die Konstruktion nicht so durchdacht, dass das irgendjemand hier runterholen würde und versuchen würde, damit zu spielen. Das klack, klack, klack fällt. Ne? Also von daher. Ich möchte aber damit das nicht das Gesamtkonstrukt oder das Gesamtdesign von dem guten Mann verdammen. Ansonsten ist das Ding echt nice zu bauen. Wunderbar, es sind halt nur die drei Schwachstellen hier oben, das hier und einmal, dass hier zweimal praktisch der Oberschenkel auseinandergebrochen ist. Ansonsten Bauzeit relativ lang. Bauabschnitt 1 ist irgendwie das Gerüst, das baut er irgendwie in einer Viertelstunde und denkt, oh, da bin ich flott durch. Dann nimmt er Bauabschnitt 2. Ich glaube 2 und 3 ist dann der Mittelteil. Geht auch flott. Und dann die Beine. Die Beine, dann zieht sich ein bisschen. Der Kopf geht wieder ein bisschen schneller, aber die beiden Beine, die ziehen sich ein bisschen. Das sind 8 Bauabschnitte und ich würde sagen, ich habe ungefähr zwischen 9 und 10 Stunden gebraucht für das Ding, weil er auch relativ kleinteilig ist und wie gesagt, wenn man das Zeug da oben unten 4 oder 5 Mal pro Seite zerbröselt ist, zieht er mal eine halbe Stunde ab. Sind wir vielleicht bei 9, 9,5. Gemütlichen Bau, ne? Kein Stress bauen. Ich habe nicht so viele Sets hier, also war ich jetzt nicht so gestresst, dass ich gedacht habe, ich muss sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel bauen. Sondern normale. Ne? Ich habe so 2 Tempos zum Bauen. Normales Bauen, wie es jeder von euch auch macht. Gemütlich, nebenbei mal gucken, was machen. Und gestresstes Bauen, weil zu viele Sets da liegen, die ich weghaben will. Das war entspanntes Bauen. Okay. Ansonsten gibt es nichts, keine Funktion, ihr könnt hier sonst nichts aufmachen oder irgendwie irgendwelche Geheimnisse, irgendwelche Waffen, die innen drin verborgen sind. Nein. Wie gesagt, es ist kein Spielset, dafür zerbröselt er sich, es ist ein reines Ausstellungsstück. Falls euch nicht... Das ist kein Dreck, ich habe mir nur den Finger eingeklemmt, das ist schön eine große. Nur damit ihr nicht denkt, ich wäre naja, so ungewaschen hocke ich mich dann auch nicht an den Tisch. Okay, ist ein schönes Ausstellungsstück für die Liebhaber vom Spiel. Bauerfahrung ist okay, Teilequalität ist gut, das Design... Konstruktion ist okay. Ne? Man ärgert sich da unten ein bisschen, aber ansonsten der Kopf macht gut Spaß zu bauen. Er lässt sich auch super einsetzen. Da ist dann auch immer ein bisschen Angst, wenn man Sachen irgendwo dran macht bei Mocks und so weiter. Da achten ja nicht alle Designer immer drauf, dass man das alles gut zusammenbringen kann. Das war hier absolut kein Thema. Auch hier die Klick da rein, wunderbar. Ja, das macht Klick, Klick und dann sitzt es. Also von daher alles wunderbar. Wie gesagt, mit den Füßen macht am besten erst den Kopf sogar fertig, setzt das alles drauf und tut dann erst die beiden Beine reinklicken, zum Schluss die Füße positionieren und dann müsst ihr vielleicht nicht ganz so oft hier unten wie ich, ne, 5 Mal bei jeder Seite, also 10 Mal diese Füße neu zusammensetzen. Das könnt ihr euch, glaube ich, sparen. Jawohl. Ansonsten schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr den? Findet ihr den toll? Ist es okay? Kennt ihr das Computerspiel? Kennt ihr das Computerspiel nicht? Seid ihr jetzt am Computerspiel interessiert? Wenn ihr es nicht kennt, ihr spielt gerne Spiele. Das Spiel ist gut. Für mich hat es nur einen kleinen Nachteil. Ihr müsst sehr oft wieder zu den Planeten zurück. Ne? Ihr habt Levels, Planeten und da ist nicht alles bereisbar am Anfang. Erst mit Fortschritt eurer Fähigkeiten. Und ich habe immer lieber neue Sachen. Ich bin kein super Fan, der dann irgendwie mit neuen Fähigkeiten in Level wieder zurückgeht. Das mag ich nicht so sonderlich, weil ich einfach denke, ich habe ja die Hälfte davon schon gesehen oder 2 Drittel. Deswegen hat es mich nicht so durchgehend und dann kamen noch wahnsinnig viele andere Spiele raus. Aber das Spiel ist echt gut, es ist top gemacht. Und beim zweiten, das ist super fantastisch. Also das zweite hat mich dann echt weggehauen, auch grafisch super. Okay. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr ihn? Ist das Ding gelungen? Würdet ihr euch holen? Und ansonsten, ich mache noch den Aufruf für ein FAQ, aber könnt ihr gerne jetzt schon mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich und den Gregor habt, schreibt sie jetzt schon mal in die Kommentare. Das ziehe ich mir alle schon mal raus. Habt ihr Anregungen für den Kanal? bitte macht mal sowas oder bitte lasst sowas, dann schreibt es bitte auch rein, weil wir wollen ja nichts produzieren, wo ihr nicht dran interessiert seid. Das heißt, wenn euch irgendwas brutal nervt oder ihr irgendwas mehr wollt oder weniger, schreibt es einfach mal rein. Ja? Wir werden sicherlich nicht alles immer umsetzen, aber wir sind froh, wenn wir wissen, was ihr gerne hättet. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken für eure Zeit, für eure Lebenszeit, für eure wertvolle. Ich hoffe, es gibt ein gutes Jahr. Der 1. Januar bei uns hier war nicht so toll für mich und meine Familie. Der hat ein bisschen blöd angefangen. Hoffen wir mal, dass der Rest vom Jahr besser wird. Vielen, vielen lieben Dank. Bis bald, euer Frank. Bye, bye.